Ich freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam mit der ÖVP einen Antrag eingebracht haben, dass auch Karenzzeiten in den Gehaltsvorrückungen mit einberechnet werden. Das impliziert ja mehr, das impliziert den Kündigungsschutz, das impliziert ja auch die Urlaubsansprüche, die Kündigungszeiten. Dieser Antrag ist sicher auch mit ein großer Schritt, die Gehaltsschere zwischen Frauen und Männern zu schließen. Und ich hoffe sehr, dass auch die Sozialpartner hier ihre familienpolitische Verantwortung bewusst sind. Und das war immer schon eine große freiheitliche Forderung von uns, und auch wir Freiheitliche Frauen waren immer bemüht, diese Forderung weiter voranzutreiben, und es ist uns jetzt wirklich gelungen, einen entsprechenden Antrag einzubringen, und ich bin sehr froh darüber.